Ich sage Hallo und guten Abend. Wir sind auf dem Weg zu Sabine und Martin und schaut euch an, da gibt es tatsächlich eine Wolke am Himmel. Man kann es kaum glauben. Wie heißt es? Ich wollte joggen gehen, aber es sieht nach Regen aus. So, und hier geht's lang am Albarikokis vorbei. Und ja, ein paar hundert Meter am Centro Comercial, wie es früher hieß, Faro 2 vorbei. Das ist jetzt ein einfacher Weg und dann noch ein paar hundert Meter und dann sind wir auch schon da. Ja, und wir sind natürlich mit Conny Canarias. Die hat gerade genießt. Ganz schön kühl. Nein, hier biegen wir jetzt ab und hier geht es dann am Faro vorbei zu Martin und Sabine. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend. Ja, und wir sind im Reich Casa Sabina, steht hier an der Tür und das ist die Praxis von Sabine und von Martin. Aber heute geht es hier nicht um Behandlungen, nein, heute geht es ums Essen und um ein bisschen Gesundheit. Wir haben hier auch einen Kräutergarten, den haben wir beim letzten Mal schon gezeigt. Und da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Und jetzt sagen wir erstmal Hallo. Hallo Sabine, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Harry. So, und hier ist der Martin. Hallo Harry. Und hier ist die Conny, Conny Canarias. Und hier sitzen wir gerade und ich setze mich jetzt mal dazu. Und dann sagen wir erstmal, um was es heute geht. Heute geht es in der ersten Linie mal um was zu essen. Wir haben nämlich jetzt 2 Tage gefastet und schauen mal oder fragen mal, was es heute hier bei den Sondermanns zu essen gibt. Sabine, was gibt es denn zu essen? Ja, wir haben mal vegetarische Frikadellen ausprobiert. Und wir haben festgestellt, Conny war auch meiner Meinung, die waren mindestens so lecker wie ganz gewöhnliche Frikadellen, fast noch leckerer. Mhm. Uns haben sie so toll gefallen, dass wir gesagt haben, wir machen da mal einen Kochabend draus. Und wir machen nicht nur einfach Frikadellen, wir machen heute Hamburger. Hamburger? Hamburger. Von, ja. von der Nordseeküste. Wir machen Veggie-Hamburger. Mit richtigen Brötchenhälften, die wir nicht selber gemacht haben, die haben wir halt eben gekauft. Aber mit Gemüse, mit Salatblatt dazu. Ich habe also verschiedene Soßen auch gemacht noch, die wir mal ausprobieren können. Und also Vorarbeit geleistet, richtig. Vorarbeit geleistet und wir machen mal so ein selber Zusammenstellen von so einem Burger. Und die Rezepte, die bekommen wir dann. Die kriegen wir beigeliefert, die hängen wir mit ran. Man kann das relativ einfach und unkompliziert machen, wenn man so 4 Tage Zeit hat vorher. Nein. Kurzgeschichte ist es, ne? Es sind so 60 Minuten ungefähr, bis man so Vorbereitungen hat, gekocht hat und alles klein geschnibbelt hat. Und dann ist es eigentlich relativ schnell von da. Und hier sehe ich, gibt es Brokkoli hier im Topf. Nee, das ist kein Brokkoli. Nein, das ist ein Zierkohl. Ein Zierkohl ist es. Ein lila Kohl. Und Conny, was machst du zu essen heute? Ich mache eine leckere, scharfe Thai-Suppe. Das mit Lachs. Mit Lachs, eine Lachs-Thai-Suppe. Alle Zutaten dabei? Gemüse, aber ja doch, alles da. Alles da. Ja, aber das ist nicht alles, weil so eine Kochshow, die gibt es im Fernsehen und ich habe mich ja schon einige Male aufgeregt, weil wenn man das Fernsehen einschaltet, überall grill den Kissler, grill den Heiner, grill den Dieter, heute halt grill den Harry. Wir grillen heute gar nichts, aber heute gibt es noch ein bisschen was, denn Öl. Öl ist unser Thema, die Sabine sagt gleich was dazu. Ich habe schon mal erwähnt und die Bärbel hat auch im Kommentar schon geschrieben, sie macht das Ölziehen. Um was es da geht, ist, ich habe hier einen Bericht. Dieser Bericht heißt ganzheitlich gesund leben, entgiften mit Öl. Und hier ist es der Bericht von Conny, aber das ist nicht die Conny, das ist eine andere Conny. Also ich sage euch mal meine Geschichte. Es geht um eine Entgiftung durch Öl. Ich hatte eine verstopfte Nase, immer ein Nasenloch zu. Dann hat mir eine Bekannte gesagt, ich soll das mal ausprobieren. Man nimmt das Öl, ein Esslöffel kaltgepresstes Öl, Sonnenblumenöl in den Mund. Schmeckt nicht besonders gut, aber es ist ganz einfach auch nicht unangenehm. Dann zieht man das durch den Mund etwa, wie lange, so 5 bis 10 Minuten drauf kauen, Mund, Zähne bewegen, dann später in einem Papiertuch spucken, entsorgen, Mund ausspülen, Zähne putzen und das soll man mindestens 10 Tage machen, beziehungsweise einen Monat lang.
Und ich sage euch, es wirkt. Den Bericht über dieses Ölziehen, den hänge ich euch mit dabei. Und das kann jeder selber ausprobieren. Und jetzt sagt uns Sabine mal etwas über Öle generell für den Haushalt, zum Kochen, zum Gebrauch, die Lagerung und welches Öl man für was nimmt. Ja, es gibt ja viele verschiedene Öle. Welche sind ausschließlich für die kalte Küche gedacht? Das sind die kaltgepressten Öle, die hoch an ungesättigten Fettsäuren sind, Omega-3 und auch Omega-6. Und ja, der Nachteil ist, sie dürfen halt nicht erhitzt werden, sie sind aber sehr gesund. Für Salate zum Beispiel, kalte Küche. Ja, wir haben auch Rezepte, wir bereiten zum Beispiel einen Brotaufstrich damit zu, indem wir Joghurt und Zitrone und verschiedene Kräuter mischen und dieses Öl damit reingeben und mit einem Zauberstab einfach durchmischen, dann hat man einen wunderbaren Brotaufstrich und hat jeden Tag so seine Medizin eigentlich schon. Und aufheben, wo? Im Kühlschrank dann? Im Kühlschrank aufheben. Auf jeden Fall muss dieses... Alles, was zubereitet ist, im Kühlschrank. Ja, ja, genau. Was, nenn mal ein paar Beispiele. Was sind kaltgepresste Öle die wichtigsten? Für mich das wichtigste kaltgepresste Öl ist das Leinöl. Da habe ich in Deutschland habe ich das ganz viel benutzt. Distelöl ist sehr gesund. Hanföl ist auch sehr gesund. CBD kennt man ja, kennt ja jeder. Und es gibt auch Hanföl und das hat ebenso viele gesundheitsfördernde Eigenschaften, langkettige Fettsäuren, auch ein gutes Zusammenspiel an Fettsäuren. Aber wie gesagt, alles nur für die kalte Küche. Nicht erhitzen, ganz, ganz wichtig. Manche Öle haben aber einen recht intensiven Geschmack. Mache ich da nicht den Geschmack vom Salat kaputt oder wie verhält sich das? Ich weiß, dass ich mal Kürbiskern. Das war sehr, sehr stark vom Geschmack her. Ja, Gewohnheitssache, nehme ich an. Es ist Gewohnheitssache, aber man muss auch aufpassen, hoch ungesättigte Öle, die verderben sehr schnell. Wenn sie nicht gekühlt und dunkel aufgehoben werden, verderben sie sehr schnell. Also Leinöl kann ähnlich schnell verderben wie Milch. Es sollte immer dort gekauft werden, wo es im Kühlregal schon angeboten wird. Also Leinöl im Supermarkt, welches nicht im Kühlregal steht, kann man schon stehen lassen. Ich habe mir in Deutschland immer das Leinöl bei einer Ölmühle gekauft. Ich habe mir auch hin und wieder da Kokosöl gekauft, Distelöl gekauft. Aber mein Favorit für die kalte Küche immer Leinöl. Und es schmeckt lecker. Es schmeckt nicht komisch und nicht ranzig und nicht bitter. Gut, das kann sein. Die Lagerung ist dann der Punkt. Die Leute, die meinen, es schmeckt nicht gut, die haben zumeist Öl gekauft, was schon leicht... Okay, das wird in meinem Fall gewesen sein. Aber hier natürlich, da wir ja hier in Spanien sind... Leinöl? Gibt es hier gar nicht. Wir haben das Conny. Heißt, wir greifen auf Olivenöl. Und da sollte die Qualität immer das Beste sein, was es eben gibt. Und ja, und jetzt nochmal zu den Ölen, die man heiß machen kann oder verwenden für die nicht kalte Küche. Ja, da kann ich gleich das Olivenöl aufgreifen. Da gibt es Unterschiede. Es gibt kaltgepresstes Olivenöl, erste Pressung. Extra Virgin, das sollte man natürlich auch nur für Salat benutzen, weil es auch viele ungesättigte Fettsäuren hat, Zusatzstoffe hat, Lecithin. Es sind viele gesunde Sachen drin, die bei raffiniertem Öl rausgefiltert werden. Der Vorteil ist, man kann es hoch erhitzen, man kann damit braten, mit Olivenöl kann man zum Beispiel bis 150, 170 Grad, je nach Raffination kann man braten. Aber der Nachteil ist, es sind natürlich die guten Stoffe raus und das muss man einfach wissen. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, um zu testen, bis wann man Öl erhitzen kann, immer wenn es leicht anfängt zu rauchen. Das nennt sich der Rauchpunkt. Dann muss man sofort runterdrehen, weil höher darf es nicht erhitzt werden. Über den Rauchpunkt hinaus wird es giftig. Gut. Da bildet es Acrylamide und die will man einfach nicht im Körper. Dann schmeckt es auch nicht mehr.
So, und das ist das Fatale. Man wird es noch nicht mal schmecken. Es schmeckt nicht verbrannt, aber es, es bildet freie Radikale. Es radikalisiert sich. Und welches nehmen wir heute? Und Kokos? Auch Kokos? Wir nehmen heute Olivenöl. Das ist hier natürlich das Öl auf den Kanaren schlechthin. Das gibt es kalt gepresst, das gibt es zum Braten. Übrigens, beim Lidl haben wir festgestellt, dass eines der hochwertigsten und besten getesteten Olivenöle in Spanien kann man auch beim Lidl und Mercadona kaufen. Ja, dann freuen wir uns jetzt schon mal. Wir machen jetzt erstmal einen kurzen Trinkspruch auf Corona und Sabine, die hat schon gar nichts. Nein, nicht auf Corona. Auf die Gesundheit. Mit so, Prost. Corona und Tropikal. So, und hier geht es dann beim nächsten Mal um den Cheyenne. Und zwar ist das eine Tinktur, die habe ich mir besorgt und die kriege ich auch wieder aus Deutschland. Die gibt es mit Sicherheit hier auch. Und das ist was, weil ich die Frage oft bekomme, was ich gemacht habe, wegen meiner Herzgeschichte, um Blutdruck zu senken, das ist das eine. Und dann habe ich hier mir aus dem Reformhaus gekauft, Ajo Negro. Ich messe am Tag früher zweimal meinen Blutdruck. Und mit diesen beiden Mitteln habe ich meinen Blutdruck gesenkt, ohne Medikamente. Aber das kommt beim nächsten Mal. Und dann gibt es auch noch was. Und zwar haben wir hier einen Beifuß und der heißt Artemisa. Artemisa ist Beifuß, den kennt man aus Deutschland, indem man beim Weihnachtsessen, bei der Weihnachtsgans, die Gans stopft mit irgendwelchen Kräutern und das ist Beifuß, um sie bekömmlicher zu machen. Das gibt's beim nächsten Mal. So, und wir freuen uns jetzt auf die Vorbereitungen zum Essen. Es wird langsam Zeit. Genau. So, Conny, du fängst an, du machst die Vorspeise, oder? Ja, je nachdem, wenn wir das Süppchen als Vorspeise essen möchten. Sehen wir dann. Wenn nicht, drei Bier ist auch ein Schnitzel. Genau.